Guten Tag, mein Name ist Freiburger Thomas, ich komme aus Oberösterreich und ich möchte Ihnen heute eine ganz besondere, vermutlich sogar etwas revolutionäre Erfindung zeigen, mit dem Hintergrund nachweisen zu können, ob diese Technik, die ich Ihnen jetzt vorführe, nicht schon vor ein paar tausend Jahren verwendet wurde. Schnallen Sie sich an und halten Sie sich fest. Auch wenn es im ersten Augenblick etwas lächerlich zu klingen scheint, aber ich möchte Ihnen heute eine neue Art der Energie vorführen. Eine Art der Energie, die es meines Wissens in dieser Brauchbarkeit und in dieser technischen Umsetzbarkeit bis dato noch nicht gegeben hat. Ich darf natürlich immer bitten zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit sehr wohl besteht, dass es diese Art von Technologie bereits gegeben hat, aber das wird vermutlich erst die Zukunft weisen, inwiefern diese Theorie auch von der geschätzten Fachwelt akzeptiert und vor allen Dingen geglaubt wird. Die Theorie ist ganz einfach und trotzdem sehr kompliziert. Sie sehen vor sich eine aus Metall gebaute Pyramide. Der Winkel und die Größe der Pyramide stellt eigentlich ursprünglich relativ wenig dar, aus dem einfachen Grund, weil ich bereits mit mehreren Pyramidenkegeln Versuche gemacht habe und festgestellt habe, dass der Neigungswinkel bzw. die Schenkellänge der Pyramide primär nicht wirklich wichtig ist. Wichtig ist allerdings nur, dass sich die Technik im Zentrum der Pyramide befindet. Vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte, dass es vor Jahrzehnten Geräte gab zum Rasierklingenschärfen, beziehungsweise dass findige Wissenschaftler festgestellt haben, dass man in Pyramiden Fleisch oder Obst konservieren bzw. einbalsamieren kann in einer Art und Weise, dass diesen Stoffen die Flüssigkeit entzogen wird. Bis zum heutigen Tag ist es nicht klar, welcher Effekt es verursacht, dass man zum Beispiel in einer Pyramide eine Rasierklinge schärfen kann. Dieses Phänomen hat mich über Jahre hinweg sehr fasziniert und ich habe versucht, diese Energie, die hier vermutlich aus der Pyramide zu kommen scheint, und das ist ja unbestritten, in irgendeine brauchbare Form der Energie umwandeln kann. Das Prinzip, was Sie hier sehen, ist sehr einfach. Im Brennpunkt dieser Pyramide, etwas seitlich versetzt, aber zwingen Sie mich nicht, hier nähere Angaben zu machen, da mir die meisten dieser Fakten selbst nicht ganz klar sind, befindet sich ein aus Kupferplatten gebauter Kondensator. Wir gehen dann näher auf diese Technik ein. Die ersten beiden Pyramiden, die ich gebaut habe, waren eher peinlicher Natur, da ich versuchte, mit Rohstoffen, die vor 2.000, 3.000 Jahren oder vielleicht vor 4.000 Jahren verfügbar waren, zu arbeiten. Die Probleme, die ich hatte, waren denkbar groß, zumal auch meine technischen Möglichkeiten hier etwas begrenzt sind. Sie sehen hier die Baustufe Nummer 4. Diese Baustufe kann natürlich auch schon aus Materialien und Rohstoffen gebaut werden, die aus der heutigen Zeit stammen. Sie sehen hier Kunststoff ummantelte Kupferkabel und vor allen Dingen zur Isolation verwende ich keinen Teer, sondern einfaches Plexiglas. Auch manche Metallschraube hat sich hier eben in das Bauwerk eingeschlichen, obwohl ich heute nachweisen kann, dass mit dieser Technologie bei Weitem bessere Leistung zu erwarten ist. Die Leistungsdaten möchte ich jetzt kurz erklären, aber vorher schwenken wir einen kleinen Blick in das Gerät selbst, damit ich Ihnen die Funktionsweise besser erklären kann. Im Inneren der Pyramide befindet sich hier ein etwas miserabel gebauter Umsetzer. Dieser Umsetzer besteht aus der Kondensatorplatte, Sie sehen sie in der Mitte, und dem Tragerahmen. Der Rahmen, den Sie um diese Kondensatorplatte sehen, dient ausschließlich zur Stabilisation. Im linken Bereich, ich denke, ich muss das hier etwas mit den Fingern vorzeigen, befindet sich ein kleiner Magnet, der als Emitter wirkt. Dieser Magnet verursacht die ursprüngliche Schwingung, die wir benötigen, damit das System in sich arbeiten kann. Das werden wir auch näher zeigen.
Besonders interessant ist hier der kleine Verbraucher, den ich Ihnen etwas näher zeigen möchte. Dieser Verbraucher dient einzig und allein einem Zweck, nämlich die von der Pyramide abgegebene Energie abzuarbeiten und nachzuweisen, dass diese Energie an sich selbst nicht verbraucht wird. Sie sehen hier einen kleinen Lüfter mit einer Normspannung von 12 Volt und einer maximalen Stromaufnahme von 1,1 Ampere. Dieser Lüfter läuft bereits seit mehr als 30 Tagen und beweist uns, dass diese Energie hier innerhalb der Pyramide, wie es scheint, ständig erneuert wird und dass auch der Effekt des Totlaufens bereits mehr als 30 Tage hier nicht passiert. An diesem Multimeter sehen Sie die wichtigsten Kenndaten, die das Projekt liefert. Wir liefern derzeit eine Spannung von 8,4 Volt. Wir produzieren, und das ist eigentlich eine an sich unschlüssige Sache, weil es in der Wissenschaft so nicht beweisbar ist, wir produzieren derzeit 0,05 Ampere, die wir als Überschuss haben, und ziehen der Anlage momentan 0,8 Ampere ab. Selbstverständlich ist dieses Messgerät nicht geeicht, aber es reicht aus, in Verbindung mit den anderen Fakten, hier für meine privaten Zwecke mathematisch gültig zu sein. Am linken Rand der Pyramide sehen Sie eine Skalierung. Ich gehe hier etwas näher auf die Skalierung ein. Diese Skalierung ist äußerst interessant und ein weiterer Punkt, der mir bis dato nicht wirklich verständlich ist. Wir haben festgestellt, dass wenn man die Pyramide in exakter Nord-Süd-Richtung ausrichtet und dabei den magnetischen Südpol den magnetischen Nordpol heranzieht, es zu Leistungsschwankungen kommen kann. Diese Leistungsschwankungen haben täglich im Abstand von 8 bis 9 Stunden einen Leistungsabfall von 5-8% der Anlage zufolge. Bei Kalibration der Pyramide in die gesehenen Striche, nämlich etwas links abweichend, in den Minusbereich der Quadratur, kann man feststellen, dass diese Leistungsschwankung sich selbst behebt. Richtig leistungsfähig ist die Pyramide aber ausschließlich bei konstanter Nord-Süd-Ausrichtung. Dieses Faktum ist uns derzeit unbegreiflich, so wie viele andere Dinge an dieser Technik selbst derzeit noch einer Erklärung, einer speziellen Erklärung bedürfen. Es kann hier auch nachgewiesen werden, und ich möchte Ihnen das anhand einer Zeitschleifenänderung nachweisen, dass wir hier speziell in der höheren Frequenz einen absolut sauberen und nicht von Transformatoren stammenden Gleichstrom erhalten. Der Gleichstrom, den wir hier erhalten, bietet aber an sich selbst, und das ist das Eigenartige an der Sache, zu mehreren Zeitpunkten, die noch nicht näher definiert sind, eine leichte Sinuswende. Wir werden versuchen, eine derartige Phasenwandlung abzuwarten, damit Sie auch das Bild genauer sehen können. Ein besonders interessanter Effekt, ich denke, hier brauchen wir Beleuchtung, ein besonders interessanter Effekt passiert in dem Moment, wo man den kleinen Magnet, den sogenannten Emittermagnet, aus der Anlage nimmt. In dem Moment, wo ich den Emittermagnet entferne, hört auch automatisch der kleine Motor, den wir hier zum Betrieb, zur Verdrahtung der Leistung verwenden, auf zu laufen. Das heißt, mit einem kleinen Magnet, ich habe hier einen kleinen isolierten Elektromagnet, einen Permanentmagnet verwendet, hört auch die Anlage an sich selbst abzulaufen. Wenn man den Magnet wieder einsetzt, ich kann Ihnen das gerne zeigen,
dauert es einige Sekunden. Sie hören das Geräusch, der Motor läuft wieder. Wir haben bis zum heutigen Tag noch keine Leistungsminimierung am Magneten festgestellt. Das heißt, die Kraft des Magneten verbraucht sich nicht. Allerdings scheint es nur bla 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 zu sein.